ganz viele Zigaretten. Taschentücher. Schrauben, Kaugummi, Zigarettenstummel. Ein halber Skistock und ganz viele Kabelbinder. Speicherkarte habe ich auch gefunden. Jeden Frühling, wenn der Schnee schmilzt, dann kommen ein ganzer Haufen Abfallstücke führen und Zigarettenstümmel. Zum Teil werden die achtlos weggeworfen, zum Teil werden sie einfach verloren von den Bändchen. Und wir haben Leute, die sind das ganze Jahr eigentlich beschäftigt im Sommer zum Fötzeln unter den Bändchen und aufräumen. Und der Cleanup haben wir eigentlich vor 4-5 Jahren ins Leben gerufen, um eigentlich die Leute ein bisschen zu unterstützen. Auf der einen Seite, aber auch so ein bisschen sensibilisieren, was hier unter dem Schnee führen kommt. In der Hoffnung, dass es in der Zukunft weniger Abfall gibt, die wir zusammen sammeln. In dem Fall fängt es meistens um 9 Uhr morgens an. Da versammelt man sich in Muschetsch oder Talstation. Da werden alle ausgestattet mit Kirchzecken und Gummihändchen, ein Lunchbag und Tageskarten kriegen sie noch als Dankeschön. Und dann werden die Leute in Gruppen aufgeteilt. Ein Teil geht Richtung Flimserseite, Natschensgebiet aufräumen. Die anderen gehen auf den Grabs und John. Und es ist sehr erfreulich. Unterdessen sind es etwa 250 Leute, die hier jedes Jahr kommen. Von Ferienwohnungsbesitzer zu Gästen, zu einheimischen Haufen Familien mit Kindern. Wir machen mit am Cleanup Day zum den Berg super behalten. Ein bisschen sauberer zu behalten als er ist. Und auch die Möglichkeit, einfach auf den Berg zu ziehen, etwas auch zurückzugeben. Ja, es stört mich recht, dass es einen Haufen Leute gibt, die einfach achtlos das fortwerfen. Und ich erhoffe mir durch das schon ein bisschen, dass. Ja, dass zumindest in dem Einflussbereich, den wir haben, dass wir etwas bewegen können. Ja, letzter sind fast 2 Tonnen Kleinabfälle zusammengekommen. Und das ist recht viel, weil das sind wirklich alles kleine Teile. Und ich denke, dass auch das wieder in diesem Rahmen wird sein.